Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem erneuten und vorletzten Video zur Reihe Warum ist COD dieses Jahr so hart gescheitert? Dieses Mal kümmern wir uns um das, was die meisten von euch tatsächlich gefragt haben und es hat mich ein bisschen gewundert. Der letzte Teil wird morgen kommen und da ist es dann einmal der YouTuber Expel, das ist glaube ich ein amerikanischer YouTuber, der die Infinity Ward Leute angeschrieben hat mit konstruktiven Vorschlägen und einer Zusammenfassung. Also er hat die Arbeit gemacht, die eigentlich die Verantwortlichen machen sollten. Welche Probleme es gibt und hat verheerende Antworten bekommen. Heute ist aber Lex Server Buns. Ich habe das alles so ein bisschen mit reingenommen. Buns gehört da nicht unbedingt 100% mit rein. Ist jetzt aber eher ein Thema, was man nicht ganz alleine irgendwie großartig betrachten will. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Was für Probleme gibt es denn mit den Lags, mit den FPS, mit den Server-Connections und den Buns? Fangen wir bei den Lags an. Jeder von euch, der Warzone 2 oder MW2 gespielt hat, Warzone 2 noch schlimmer als MW2, hat es wahrscheinlich mehr als einmal festgestellt, die Performance der Server ist eine absolute Katastrophe. Dafür, dass wir von einem AAA-Game sprechen, ist es eine absolute Schande, wenn man überlegt, wie schlecht die Serververbindung für einen ist. Und das Ganze hat drei verschiedene Gründe, wovon einer uns bekannt ist und zwei euch nicht kommuniziert worden sind. Der erste, und das ist eigentlich einer der größten Gründe, wir haben Skill-Based Matchmaking. Skill-Based Matchmaking ist nicht implementiert worden, damit guter Spieler gegen guter Spieler spielt, damit schlechter Spieler auch nicht andauernd vermöbelt wird. Skill-Based Matchmaking ist implementiert, damit schlechten Spielern suggeriert wird, dass sie besser performen, als sie es tatsächlich tun, damit man am Ende mehr Spaß im Game hat, damit man im Game mehr in den Shop investiert. Das ist der einzige Grund, warum SBMM da ist. Skill-Based Matchmaking hat verschiedene Prioritäten und entgegen der Lüge von Activision ist es nicht so, dass Skill-Based Matchmaking auch sich darum schert, wo ihr herkommt oder welche Serververbindung ihr habt. Es geht nur um die Stats, um die letzten 5 Spiele, um die allgemeinen Stats. Die letzten 5 Spiele sind eigentlich immer das Wichtigste bei dem Ganzen. Da gibt es dann KD, Punkte pro Minute, es wird so getrackt, wie schnell ihr euch bewegt, wie viel ihr sprintet, wie wenig ihr sprintet und und. Dadurch, dass aber nicht mehr wie früher es nur darauf ankommt, was David von der Haar mal gesagt hat, Ping ist King. Der Ping, hat er damals gesagt, sollte immer an erster Stelle sein, damit das Spielerlebnis für jeden gleich gut sein kann. Das ist nicht mehr der Fall. Das bedeutet, ihr werdet, je nachdem, was für ein Ranking ihr in diesem KD-System habt, was dieses SBMM-System ist ja nicht öffentlich für uns, werdet ihr auf Serververbindungen gestellt mit Spielern, die ähnliche Stats wie ihr habt. Es ist aber unabhängig davon, wo sie herkommen. Das ist der Grund, warum ihr, wenn ihr ohne VPN, ohne alles spielt, durchaus einige deutsche Spieler dabei habt, aber andauernd auch irgendwelche aus Italien, Frankreich, Portugal, Spanien. Manchmal habe ich Engländer, also wirklich Engländer bei mir drin. Ich habe schon Amerikaner gehabt, die nicht mit dem VPN gespielt haben. Und die Serververbindung generell zu diesen Leuten ist eine absolute Katastrophe. Das Nein, kommt jetzt nämlich zum zweiten Thema, Serverleistung. Gute AAA-Studios bieten mindestens 60 Hertz Tickrate auf einem Server an. Die Tickrate bestimmt im Prinzip darüber, wie oft der Server refresht, wie oft der Server die Daten und Informationen, die er sammelt, aktualisiert und euch dementsprechend schneller, flüssiger weitergibt. Bei XDefiant habt ihr es vielleicht mitbekommen, da war es ja auch sehr laggy jetzt in der Beta teilweise. Da haben die mit einer veralteten Engine bei 30 Hertz Tick gespielt. Das heißt, die haben ältere Server gehabt und haben gesagt, zum Full Release wird es 60 Hertz geben. Es gibt verschiedene Router, wie den Netduma Router, ich habe auch einen hier, mit dem man den Server anpingen kann, zu dem man connectet, um dann von dem Server über den Router Informationen zu bekommen, wie die Tickrate aussieht. Und die COD-Server laufen aktuell bei 30 Hertz. Obwohl es offiziell 60 sein sollten, sie laufen, Exclusive Ace hat da mal ein Video drüber gemacht, der hat es auch getestet. 30 Hertz ist die normale Geschwindigkeit der COD-Server und es gibt bei Activision so eine Art Serverübersicht, wo man halt gucken kann, wo all diese Server in Europa, die für uns eigentlich relevant sind, eigentlich stehen. In der Nähe von Deutschland steht keiner.
Was für eine Überraschung. Es gibt einen in der Nähe von Deutschland, der ist aber nicht für die COD-Konsolen-PC-Games, sondern für irgendwelche anderen Blizzard-Activision-Sachen. Das heißt, unsere beste Serververbindung, die wir haben können, ist jedes Mal schon über die Landesgrenze hinaus. Aktuell wird euch ja in der Regel angezeigt, dass ihr einen Ping von einer Millisekunde habt. Eine Millisekunde, Leute, wäre, als wenn ihr mit eurem Kumpel spielt, der einen Zentimeter neben euch sitzt, mit dem schnellsten LAN-Kabel der Welt. Das ist natürlich wieder ein, naja, Bug offiziell. Es wurde bisher nicht behoben. Ich glaube, sie haben es mit Absicht gemacht, dass die, damit auch wirklich der letzte Detlef wirklich denkt, oder Gustav oder Kevin, ihr könnt jeden Namen nehmen. Er hat eine coole Serververbindung. Ihr merkt es an den Servern an sich, habt ihr nicht. Jetzt wurde noch dazu Folgendes festgestellt. Normalerweise haben wir dedizierte Server. Das bedeutet, ein Server, der dafür sorgt, dass alle Klienten, das sind alle Spieler, alle Informationen an den Server gibt und der Server gibt gleichmäßig, fair, alle Informationen an die Spieler in selber Geschwindigkeit weiter, so dass jeder dieselbe Voraussetzung hat und nicht der eine die Informationen, der Gegner bewegt sich so, ich schieße, schneller bekommt als der andere, weil das sorgt dann für Desync, das sorgt dafür, dass man stirbt, das sorgt dafür, dass man Schüsse bekommt von dem Gegner, den man auf seinem eigenen Screen gar nicht sehen kann. Jetzt mit dem Season 3 Update, oh, ist es Season 3 gerade? Ich glaube, haben sie, oder habt ihr es ja wahrscheinlich mitbekommen, sind die Serververbindungen noch deutlich schlimmer geworden. Wisst ihr, was der Grund dahinter ist? Die Spielerzahlen sind, und das wird ein separates Video, wir haben es ja im Quarter Report gesehen, um 12 Millionen gesunken im Gegenteil zum letzten Quartal letztes Jahr. Und jedes Quartal kommen, müssen die Spielerzahlen ja darlegen. 12 Millionen Spieler sind weg. Und jetzt passt auf, während COD Mobile fast 18% mehr Spieler jetzt hat als letztes Jahr, sind wir insgesamt trotzdem um 12 Millionen Spieler nach unten gegangen. Was bedeutet das, wenn COD Mobile mehr Spieler hat und wir aber insgesamt weniger Spieler haben? Bedeutet es nicht, dass wir nur 12 Millionen Spieler in Warzone und MW2 verloren haben, sondern eben auch noch den Teil, den COD Mobile jetzt mehr hat. Und sie haben die dedizierten Server jetzt zum Season 3 Update runtergefahren. Und wenn ihr jetzt mit einem Netduma Router guckt, und das ist großartig, ist es nur noch Peer-to-Peer Server. Was das bedeutet, ganz grob, Peer-to-Peer bedeutet eigentlich, ein Spieler ist der Host, so wie wir es ganz früher hatten, wo ihr dann auch dieses Thema Host-Migration oft hattet. Und alle anderen Spieler connecten zu diesem einen Spieler. Was bedeutet, dieser eine Spieler ist der Server, der wandelnde Server sozusagen, und verarbeitet alle Informationen der Spieler und schickt die Informationen an die Spieler zurück. Wer ist jetzt wohl im Vorteil, wenn ich alle Informationen bekomme, währenddessen spiele und die Informationen währenddessen an euch erst weitergebe? Ihr, die darauf wartet, dass die Serverinformationen zurückkommen, oder ich, der die Informationen alle sammelt? Mhm, ihr habt es richtig beantwortet. Ich bin natürlich im Vorteil. Mit dem Season 3 Update gehe ich davon aus, wenn ich mir das alles angucke, haben sie gesehen, dass sie die Serverauslastung mit den Spielern nicht mehr erreichen, die sie wollen. Server zum Laufen zu haben, zu warten, zu erneuern, ist kostspielig. Wir reden hier von riesigen Serverstationen, wir reden hier von Millionen Spielern. Das ist nicht mal eben $10 pro Monat. Die werden da richtig, richtig, richtig Geld eigentlich für ausgeben müssen. Vor allen Dingen muss die Serverstruktur eigentlich überarbeitet werden. Das wird aber Activision nicht tun. Da haben sie gar kein Interesse dran. Sie leben lieber damit, dass Hans, Detlef, Jürgen, Gustav, Karl, Kevin gar nicht merken, dass die Serververbindung schlecht ist und die guten Spieler oder die besseren, die erfahreneren, sagen wir erfahreneren, ärgern sich halt, aber es interessiert Activision nicht. Es ist denen egal, ob wir uns ärgern. Es ist denen egal, ob das Produkt gut ist. Es geht nur darum, dass die Mehrzahl der Leute, die kein Social Media nutzen, einfach Geld ausgeben und spielen. Hauptsache spielen, Geld ausgeben. Alles andere ist wirklich völlig egal. Eure Stimme, meine Stimme, ist scheißegal, wie ihr nehmt, hat keine Bedeutung. Null. Nada. Es ist, ob wir darüber reden oder nicht, ist völlig egal. Ich mache es trotzdem, weil ich einen gewissen Auftrag euch gegenüber habe. Auf jeden Fall haben sie fest, oder haben einige von den YouTubern und Streamern das ja kritisiert. Dann gab es von Infinity Ward ja diese Info im Blogpost von wegen, ja, wir arbeiten dran, wir haben hier ein Serverproblem. Und einige haben jetzt eben, so wie Ace, festgestellt über den Netduma Router, dass die Serververbindungen zum Teil nur noch Peer-to-Peer sind. Das heißt, die dedizierten Server, die eher noch besseren Server, die immer noch schlecht sind, sind abgeschaltet worden, weil wir weniger Spieler haben als vorher. Was bedeutet, dass das Spielerlebnis einfach noch schlechter ist, als es sowieso vorher schon war. Und gerade jetzt, wo wir kurz davor stehen, ein 1,2 Millionen Dollar Warzone-Turnier zu haben, ist das natürlich eine hervorragende Idee gewesen. Dazu kommt dann eben
diese ganzen Bannwellen dafür, dass man, wenn man Voice-Chat benutzt hat und reported wird, dass man automatisch 2 Wochen dafür gebannt wird, dass Leute gebannt werden, die gar keinen Voice-Chat benutzen, nur weil jemand auf Report drückt. Und ja, es ist wirklich so, ich muss es nochmal deutlich sagen, es reicht vollkommen aus, dass ihr einfach nur von jemandem gemeldet werdet. Es ist egal, ob ihr was Falsches getan habt. Es ist egal, ob ihr Voice-Chat benutzt. Es ist egal, ob ihr cheatet oder nicht. Es ist egal, ob ihr eine gute oder schlechte Runde gespielt habt. Ihr könnt in Warzone jede Runde in die Fresse kriegen und sobald ihr 3, 4, 5 oder 6 Reports habt, werdet ihr 2 Wochen geshadowbannt. Das ist das System von Activision. Das guckt sich keiner manuell an. Das wird nicht überprüft. Das wird nicht überarbeitet. Es ist ihnen egal. Leute sind gebannt worden für den Voice-Chat, obwohl sie im Voice-Chat schon gebannt sind. Das bedeutet, sie wurden dafür gebannt, dass sie den Voice-Chat angeblich benutzt haben, obwohl sie schon reported worden sind und den Voice-Chat 2 Wochen nicht benutzen können. Dann verlängert sich die Sperre einfach plötzlich. Das, diese 3 Sachen, die das gesamte Spielerlebnis der Spieler einfach auf 0 reduzieren, sind fast der Sargnagel für das Schicksal von MW2 und Warzone 2. Es kommt noch eins und das mit Expel, da könnt ihr euch gefasst machen, da habe ich richtig geile Sachen zu erzählen. Was der geschrieben hat und was der als Antwort von den Entwicklern bekommen hat, eigentlich müsste jeder mit Missgabeln in die USA zu Activision, aber auch das wird sie nicht interessieren. Selbst wenn das Haus brennt, ihr seht es ja, wird einfach munter weitergemacht. Ich hoffe, es konnte euch ein bisschen einen Einblick verschaffen, warum Server, Lags und sonst was ein bisschen kaputt sind schon wieder. Ich hoffe, es wird besser, wird es aber nicht. Und jetzt demnächst kommen die ersten Teaser dann zu Modern Warfare 2.5 oder 3.0 oder ich habe keine Ahnung, wie sie es nennen wollen. Ach, was freue ich mich auf das nächste COD dieses Jahr. Wird das gut. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, was euer größter Grund ist, warum ihr von der Franchise aktuell die Schnauze voll habt.